In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe wieder mal katastrophal aus mit meinen Augenringen, aber ich muss euch sagen, in der Kamera sieht es viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ich bearbeite gerade das Video, habe die Wohnung sauber gemacht ein bisschen und muss jetzt unser Akku laden, weil ich sehe, wir haben nur 6%. Ja, wir gehen jetzt zu Mama, danach einkaufen. Wir nehmen euch wieder mal mit. Schatz, machst du mal Licht an bei dir? So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren einkaufen und danach kurz bei Mama. Lina haben wir jetzt bei Mama gelassen, sie wollte unbedingt da schlafen. Wir haben dann im Auto gewartet, 5 Minuten, aber sie wollte nicht hoch, runter. Deswegen schläft sie jetzt da. Ja, das heißt, wir machen heute einen gemütlichen Abend. Ich zeige euch mal kurz den Einkauf. Ich muss nämlich dringend auf Klo. Und zwar einmal Mehl. Eine Aubergine, die vollgepumpt ist mit einem Hormon. 1,72 für so ein Ding, aber das reicht uns auch. Dann zweimal Milch, einmal Eier und ja, Wein. Wir nehmen nämlich Kinder. Da ist die Mausi. Wie heißt du, hm? Mausi. Hm. Lebst du zu locker so lange? Ja? Komm, ich bring dich zu Papa. Ah, Tia, deine Schwester ist nicht zu Hause, jetzt willst du uns auseinandernehmen. So, ich zeig mal schnell den Rest. Einmal Möhren. Dann haben wir zweimal Quark geholt. Einmal Schmand. Joghurt. Mandarinen. Puddingpulver. Damit soll ich Kuchen machen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Dann einmal Paprika. Einen Eisbergsalat. Für Lina Joghurt, den sie eigentlich essen wollte. Dann viermal Schokolade für uns. Joghurt und Paprika. Kaugummis, die wir jetzt sehr gut gebrauchen könnten. Unser Mund stinkt voll. Wir haben gerade Frische gegessen. Dann einmal eine Gurke. Opa. Shampoo. Nochmal Geflügel, Wurst, Tortenschuss. Und viermal Wurst-C-Saft. Der war im Angebot für 77 Cent statt 2,50. Deswegen haben wir den viermal mitgenommen. Genau. Das war's auch. Ja. Und Lena hat sich noch so ein Ei gekauft. So, ich fange das jetzt alles auf und dann machen wir uns einen schönen Abend. So, Lena ist wieder zu Hause und wir kochen jetzt Champignons mit Bohnen, Hähnchen und Reis. Ne, Linosch? Ja, hallo. Ja, da, du hier. Bohnen, da, Bohnen. Ja, Bohnen. Bohnen, da, da. Thank you.
the fall. Close my eyes, not pretend at all. I don't wanna start every day looking out and up. Trust me, I got it all figured out. Trust me, I got it all figured out. Trust me, tell me your secrets and I hide them away inside. Keep them real safe in the palm of my hand. So ihr Lieben, ich habe gerade gekocht, aber mein Akku ist leer gegangen. Deswegen konnte ich weiter kochen, also weiter filmen. Ich habe am Ende nur noch Schlagsahne reingetan, Muskatnuss, Oregano ganz bisschen. Also ihr könnt die Kräuter reinklatschen, die ihr mögt, und ein bisschen Speisestärke, damit das ein bisschen fester wird, die Soße. Das Problem, dieses Gericht dauert halt ein bisschen länger, weil die Bohnen hart sind. Und dazu haben wir dann Reis gemacht und Joghurt gegessen. Audel ist jetzt mit Lena draußen, ich bin mit Lea hier. Da liegt die kleine Maus. Sie schläft gerade. Ja. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Und ich wollte mich nochmal bei jedem bedanken, der meine Freundin unterstützt hat. Also, oder weiterhin unterstützt. Ich habe ihr ihren Kanal unten in der Infobox verlinkt gehabt. Und ihr habt auch bei ihr vorbeigeschaut. Für die, die das nicht gesehen haben, ich verlinke den Kanal hier nochmal unten in der Infobox. Dann könnt ihr nochmal vorbeischauen. Sie ist noch recht am Anfang, aber ich finde ihre Videoqualität super. Sie benutzt auch eine sehr gute Kamera. Ja, ihr könnt da gerne mal vorbeischauen und liebe Grüße von mir da lassen. Genau. Ich hoffe, bis dahin hat sie schon die 100 geknackt. Sie hat nämlich momentan 95 Abos und wenn ich ihr dann noch behilflich sein kann, freut mich das natürlich mehr. Ja, ich warte jetzt auf die beiden. Ich denke mal, die kommen in einer Stunde. Die sind auch spät gefahren. Ich hoffe, die bleiben sogar 2 Stunden, weil dann muss Lina auch schon schlafen um 8. Wir haben nämlich schon 18 Uhr. Die sind gerade vor 10 Minuten gefahren. Ja, ich habe die Küche aufgeräumt. Ich habe gerade Linas Legos aufgeräumt. Sie hat sich nämlich sehr gefreut, mal rausgehen zu können mit dem Papa alleine. Und das freut mich. Ja. Wie gesagt, ich chill jetzt hier. Ich genieße die Auszeit ohne die beiden. Weil Lia ist eher am Schlafen. Von daher, ja. Ich sag lieber nichts, sonst wacht sie auf. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt... Also wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir sind momentan voll... Nicht unter Stress, aber wir haben momentan viel zu tun. Papierkram, wir haben heute Lias Geburtsurkunde endlich abgeholt. Ich habe sie dann direkt bei der Krankenkasse angemeldet, dass sie versichert ist. Dann müssen wir nochmal schauen wegen... Nimm das doch in deinen Mund, Schatzi. Genau, dann habe ich die ganzen Papiere ausgefüllt, die ich noch ausfüllen musste für Kindergeld und so. Jetzt muss ich auf die Steuernummer von Lia warten. Ich wusste nämlich gar nicht. Mama! Ich komme jetzt, warte. Ich muss Lia es schneller geben. So, jetzt schlafen bitte. Ich wusste nämlich gar nicht, dass man die Steuernummer dafür braucht. Ich erinnere mich auch gar nicht, wie das bei Lina war. Mama, hör Daumen! Hä? Oben! Was oben? Genau. Willst du die Möhre essen oder nicht? Nein. Übrigens trage ich auch meine Schwangerschaftshosen. Die sind am bequemsten im Winter, finde ich. Wir waren ja in der Stadt und da ist es arschkalt. Und dafür sind die Hosen natürlich perfekt. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eure Schwangerschaftsklamotten verkauft, dann behaltet die Schwangerschaftshosen auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch alles verkauft, außer meine beiden... Nein. Meine 3-4 Schwangerschaftshosen, Sporthosen. Ja, bei uns gibt es heute Aubergine, gefüllte Aubergine. Ich muss sie aber erstmal in Wasser einlegen. Ich hoffe, die ist gut. Ich habe die bei Kaufland gekauft. Anne! Ja.
Den bitte, den. Was drehen? Den bitte spielen. Spielen? Ja, da. Damit kann man doch nicht spielen, Lena. Doch. Nein, das ist Essen. Mit Essen spielt man doch nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Papiere erstmal abgegeben. Und das wird ja auch, das dauert ja jetzt, bis das bearbeitet wird. Wir sind ja auch spät dran wegen den Feiertagen. Ja. Oh, das ist beim Fußball. Ich koche so lange, den Reis habe ich schon eingelegt. Genau, sonst gibt es eigentlich nichts. Ich habe euch gar nicht Lias Fahrrad gezeigt. Lia hat ja ein Fahrrad zugeschickt bekommen. Und der ist super, super schön. Nur war Lina zu klein, um damit zu fahren. Und das, da ich hochschwanger war, konnte ich auch nicht mit Lina rausgehen, um damit zu fahren. Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr kalt. Da will sie gar nicht draußen damit fahren. Aber zu Hause macht sie ein, zwei Runden manchmal nach Lust und Laune, wenn sie das dann auf dem Balkon sieht. Der ist wirklich super. Es gibt den in verschiedenen Farben. Aber wie gesagt, ich zeige euch den gleich nochmal von nahem. Und dann, das haben wir ihr auch so zum Geburtstag gegeben. Ja. Aber sie muss halt noch damit fahren. Ich überlege gerade, das wird zu lang. Ich überlege gerade, wie ich dieses dicke Ding hier schneiden könnte. Aber ich glaube, ich mache einfach so drei Dinger draus, aber ich brauche einen großen Messer. So, ich brate gerade meine Aubergine an und das dauert dann auch ein bisschen, so 10 Minuten auf jeden Fall. Ihr seht, das sind Riesendinger, meine Pfanne hier ist ja schon riesig und ja, jetzt warten wir einfach mal ab, ne, bis die so richtig braun werden. Ja, in der Zeit, wo Lia jetzt steht, mache ich das schnell und wenn sie dann wach wird, dann muss ich halt weitermachen, wenn Alder da ist. Dauert auch nicht mehr lange, bis der kommt. Genau, das müsst ihr so gut anbraten, bis es so goldbraun ist, von allen Seiten und Ecken und Kanten. Und dann, ich zeige euch das aber gleich, und dann habt ihr schon mal hier so ein Küchentuch bereit, damit das nicht zu fettig wird. Ja. Das war unser Essen. Ist fast leer. Aber das war viel zu viel. Das können wir dann morgen essen. So, ihr Lieben. Wir haben gerade gegessen. Audel und Lena sind jetzt kurz einkaufen gefahren. Zu Lidl. Wir haben nämlich kaum Getränke mehr. Also was haben wir gar nicht mehr. Wir haben nur noch Eistee und USC-Saft. Ja. Ich schreibe jetzt die Einkaufsliste für ihn. Er holt jetzt nur das Wichtigste. Aber ich wollte was Leckeres machen. Und da brauche ich noch ein paar Sachen, unter anderem Kokosraspeln. Mal kurz, was ich noch brauche dafür. Ich werde das jetzt einfach nach meinem, also ich mache das jetzt einfach so, wie ich es machen würde. Es gibt auch dazu verschiedene Rezepte, aber ich finde, so wie ich es mache, schmeckt es mir am besten. Also Milch haben wir, Zucker haben wir. Mehl haben wir. Haben wir Speisestärke? Kakao haben wir. Vanillezucker haben wir.
Moment, ich muss mal kurz schauen, ob wir alles da haben. Moment. Mama, Eis! Papa? Mhm. Eis, oder? Was ist denn dabei? So, ihr Lieben, ich wollte euch ja Linas Fahrrad zeigen. Und zwar ist das der hier, das ist der Kasam. Davon gibt es auch das erste Modell für Kleinkinder, also ab dem ersten Jahr. Ja, und Lina kann jetzt auch damit fahren, endlich. Ich bin mal gespannt, wann wir damit rausgehen. Es ist ja noch total kalt draußen, deswegen traue ich ihr das noch nicht zu. Ja, das sind ganz normale Duftreifen. Und ich finde den super stabil. Ja. Möchte? Ja, wir können den später mitnehmen, wenn du möchtest. Und hier ist nochmal so ein Trittbrett. Am Anfang hat Lina ihre Füße da drauf getan und wir haben sie halt geschoben. Aber jetzt kann sie auch damit fahren. Ne, Schatzi? Ja, das. Also ich finde den wirklich super, super schön. Ich verlinke den euch. Es gibt eine Internetseite, da könnt ihr die bestellen und euch anschauen. Es gibt die auch in verschiedenen Farben. So, Lina fährt jetzt natürlich zu ihrer Schwester. Lina, du musst jetzt auch aufräumen, ne? Ja. Mamas, du musst gleich aufräumen, dein Spielzeug. Ja, bin. Willst du mal Tschüss sagen? Sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.